Nürnberg spüren es, die Bayern kommen immer mehr und ihren eigenen Borussia vor jetzt. Über die Abwehr und die Johannes. Ja, soll er doch ausweisen. Jabo, wohin denn? Nach vorne, Steffen. Da ist noch einer. Ach, und auf jetzt. Ah. Er hat sogar spielen, der Zuschauer. Nein. Ah, wo? Geh von dem Fernseher weg. Hä, das Fußballspiel. Ein bisschen Dalli. Ach, geh doch weg von dem Bildschirm. Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ganz Deutschland ist im sogenannten Fußballfieber. Und für all diejenigen, die dieses ewig langweilige 22 Leute auf zwei Tore angerennen, auch zum Hals raushängt, hier wieder Formel 1. Heute dabei. Reflex, Flirts, Meatloaf, Dirsidora, Falco, Katrina and the Waves, die Mal, die Toten Hosen und am Schluss eine ganz besonders große Überraschung. Nach links. Trisha von den Flirts gesehen, sag mal. Die sind in einer Viertelstunde dran und das dritte Mädel fehlt. Frag doch die anderen zwei, die müssen es doch wissen, ne? Tu mir einen Gefallen, schaff's Mädel bei, wir hängen schon eine Viertelstunde. Okay, okay, ich kümmere mich ja drum. Wo hast du denn überhaupt du stehst, ne? Peter Alexander und Mireille Mathieu. Okay, das ist eine Sache. Hallo. 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 Ah,
Ich wette, du hast eine Platte, die ich anhören soll. Eine Platte nicht, aber ein hervorragendes Demo-Tape. Gut, tut mir leid. Selbst für unsere Tipps können wir nur Musik gebrauchen, die es schon auf Platte gibt. Entschuldige. Kann man da nicht mal eine ganz kleine Ausnahme machen? Du, tut mir leid, da könnte wirklich jeder kommen. Bin ich denn jeder? Wie heißen Sie überhaupt? Wir haben uns Zeit da nicht gestohlen. Ich glaube, das kann ein ganz übles Nachspiel für Sie haben, wenn wir hier nicht reinkommen. Das glaube ich aber auch. Hallo, seid ihr klar, Freunde? Natürlich sind wir klar seit Stunden, aber wir können den dritten Flirt nicht spielen. Sollen wir noch warten? Auf keinen Fall, wir sind eh schon in volles Küche. Stell irgendeine Tuss hin und wenn sie putzfrei ist. Putzfrau, Mensch. Putzfrau. Meine Putzfrau hat letzte Woche gekündigt. Deine Gespräche werden. Dich schiebt der Himmel! Sag mal, du kannst uns mal gerade aus einer kurzfristigen Patsche helfen, okay? Was? Ganz egal, wenn du nicht singen kannst. Einfach da rein, ist nur Playback. Aber ich kann doch auch singen. Umso besser, dann sing irgendwas laut raus. Ich hör sowieso keiner. Michael, ist sie okay so? Okay, wir schneiden sie nur in die Totale rein. Und Ruhe in der Halle. Und Achtung, die 2. Und Playback ab. Wo ist denn euer Chef? Kommt doch kaputt hier weiter. Habt ihr nichts zu tun? Warum steht ihr hier so blöd? Die Nase. Was will der Hempel? So, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Wir brauchen aus, weg. Ruhe bitte. Kommt, Jungs, seid vernünftig. Der Chef hat heute ziemlich schlechte Laune. Am besten ihr kommt später noch mal wieder, okay? Seht ihr eigentlich immer so aus? Wieso? Ich hab sie gefunden. Sie hat die Filmtour mitgemacht. Sie war im U-Boot. Na fein, dann können wir endlich starten, ja? Bring die andere weg, okay? Ja. Ich hab's schon verstanden, ist gut. Hey, Vivi, die Kassette vom Kontrollmitschnitt ist weg. Hast du eine neue? Sekunde. Könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Hä? Und dir meine Demokassette anhören? Da ist sie ja. Ey, halt! Bleib stehen, du Trottel! Geh so langsam, lassen wir uns nicht abfimmeln. Halt, der Fernsehzuschauer hat recht auf gute Niveauverlust. Und die Arzt läuft? Halt! Halt! Mein Dummy! Hallo, Stevie. Hartes Los als Fußgänger, was? Naja, Freitag kriegst du schon dein Geld. Eilt nicht. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Mhm. Vergiss die Zinsen nicht. Das ist der Dank. Ich bin einfach zu gutmütig. Aber zur Sache, hast du es dir überlegt? Da gibt's nichts zu überlegen. Die Antwort heißt nein. Mein Plattenfirma ist okay. Aber mit unserem Management bist du in einem Jahr der Größte. Du hast meine Garantie drauf. Der Wahnsinn. Schau dir den Hosen hoch. Naja, nicht schlecht. Für die würde ich glatt der Ausverkaufskonzert in der Olympiahalle sausen lassen. Sag mal, hast du irgendwas gegen mich? Oder warum hast du das gemacht? Warum hast du meine Kassette kaputt gemacht? Ich? Deine Kassette? Meine Kassette. Kannst du dir vorstellen, was Musik für mich bedeutet? Hast du überhaupt eine Ahnung, was es heißt, immer hinter irgendwelchen Typen hinterher zu rennen und zu fragen, kannst du dir mal mein Demo anhören? Nein, du kannst dir wahrscheinlich gar nichts vorstellen, ne? Du Hippie! Hab ich da richtig gehört? Er hat den Demo zerstört? Ja, er hat meine Kassette gelöscht. Aber zum Glück war es nur eine Kopie. Ich bin Plattenproduzent. Was war denn auf dem Demo? Musik natürlich. Leider kann ich es dir jetzt nicht vorspielen.
Interessant. Vielleicht könnten wir uns mal näher darüber unterhalten. In dieser Branche braucht man ein Auge für Talente. Ich bin mir sicher, dass in dir einiges drinsteckt. Da zum Beispiel der Typ, der neben mir stand, als du aus dem Studio kamst. Als ich ihn kennenlernte, spielt er noch in der bayerischen Rock'n'Roll-Band und jetzt ist er ganz oben. Was? Den hast du unter Vertrag? Nein, noch nicht, aber ich glaube, er wird bald bei mir unterschreiben. Ich habe da so eine Idee und du könntest mir dabei helfen. Wieso? Ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Das macht nichts. Erste Zeit wegen Plattenaufnahmen in München. Aber abends triffst du ihn immer im Q2. Und was soll ich da machen? Ach, ich bitte dich. Ein Drink mit ihm an der Bar. Ein Tänzchen in aller Freundschaft. Ihr amüsiert euch. Die Nacht ist ja dann noch nicht zu Ende. Du willst doch weiterkommen, oder? Ich glaube, wir haben uns irgendwie falsch verstanden, Jim. Ich wollte eine Chance, aber nicht um jeden Preis. Moment mal, du hast die Probe bestanden. Talent alleine, das reicht nicht. Auf den Charakter kommt es an. Und deswegen teste ich auch meine Klienten, bevor ich sie manage. Das hört sich aber gar nicht wie ein Test an. Ja, sollte es auch nicht. Ich will nur nicht beschissen werden. Charakter, das ist meine Devise. Charakter. Tölpel! Schon wieder. Papa, bist du da? Ja, hier in der Küche. Du bist in der Kai, kennst du ja, nicht? Hallo Kai. Kommst du jetzt aus der Fabrik? Autowerkstatt, Papa, Autowerkstatt. Dann dafür hast du Abitur gemacht. Ich war heute bei Formel 1. Und ich habe das Gefühl, ich schaffe es doch noch als Sängerin. Also wünschen würde ich es dir. Sag mal, hat Mutti eigentlich angerufen, wenn sie zurückkommt? Ja, da steckt eine Ansichtskarte. Sag mal, wenn ich jetzt die Daten abrufen will, dann muss ich doch auf RAM drücken, oder? Nein, Herr Lehmann. Immer zuerst den Abrufcode. Es ist wie ein Haustürschlüssel. Und tasten die Kombination ein. M ist gleich C Quadrat. Und jetzt die Fragestellung. Typisch Mama. Sie hat sich total verändert auf der Kur. Und das hofft sie auch von dir. Ja, immer das alte Thema. Sie findet mich altmodisch, schon klar. Na, ich meine wirklich, Papa. Guck dich doch mal an, die Klamotten. Ich bemühe mich ja. Ich interessiere mich immer schon für den Fortschritt hier. Also, jetzt lass mich mal. Moment. Jetzt pass mal, das müssen wir also. Ja. So ein Mist, Error 17, den ja. Nicht so wild, Herr Lehmann. Sie müssen das Ready-Signal abwarten. Ist doch ganz einfach. Ist ganz einfach? Ja, kann ich schon zwei. Tschüss, Papi. Tschüss, tschüss. Ich geh noch mal weg. Ja, so, ist noch. Wie war es im Studio? Also, ich bin direkt hingefahren und hab gedacht, dass man nämlich die Sache selbst. Und hast du den Ulf gesehen? Ja, aber nur ganz kurz. Und wie ist der? Ist er nett? Ja. Oder unheimlich angenehm? Also, ich habe ihn nur ganz kurz gesprochen. Stell dir vor, da kam so ein dämlicher Typ an, der hat meine Demokassette kaputt gemacht. Also, das nächste Mal komme ich mit. Wenigstens für ein Autogramm von Ingold. Ah, du mit deinem Ingold. Warte mal, Augenblick. Zahlen? 17,50. Ich bin nur ein 100er, kannst du nicht sehen. Ja. Leider zahlen wir leider. Schon. Dann noch 30. Den Rest gebe ich dir in 5er. Susi, weißt du, wer das war? Das war ein Typ, der sich mein Demo anhören will. Ich soll in sein Apartment kommen. Sag mal, spinnst du? Der will doch nur mit dir. Ach, denkst du, ich bin blöd? Ich komm mit. Zu zweit kann uns nichts passieren. Umso besser. Aber mit dem würde ich schon selber fertig werden. Komm. Hier, deine Fünfer. Ja, Jim. Sag mal, du warst doch heute Nachmittag an der kleinen Schwarzen interessiert im Studio. Ja, stell dir vor, sie will dich kennenlernen. Sie wartet in meinem Apartment auf dich. Ja, und du denkst an unseren Vertrag morgen? Wir reden nochmal drüber? Na dann, viel Spaß, nicht?
Sag mal, bist du dir sicher, dass der Typ echt ist? Du mal mit deiner Paranoia. Der will sich wirklich nur mein Demo anhören. Dass er anruft, um zu sagen, dass er ein bisschen später kommt. Ja, bitte? Hallo Tina, hier ist Stevie. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Ich bin der Typ, der heute dein Demo gelöscht hat. Rufst du an, um mir das zu sagen? Ja, nein. Ich wollte dir nur sagen, dass Jimmy dich ganz bestimmt aufs Kreuz legen will. Ich kann schon selbst auf mich aufpassen, klar? Leg nicht gleich wieder auf. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch neben dem Bett. Da steht ein Radio. Guck dir das mal genau an. Du scheinst dich hier ja bestens auszukennen. Er hat es mir doch selber erzählt. Wer war das? Ach, ist ein Typ, der bei Formel 1 als Mädchen für alles arbeitet. Mein absoluter Traummann. Ach, der kennt bestimmt den Ingolf. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und lass Ingolf aus dem Spiel, ja? Ich muss dir was zeigen, komm mit. Oh Gott, ich krieg Herzklopfen. Wie immer. Sehr wohl, wie immer. Danke. Ah, Susi, das ist doch nur Trockeneis. Shit. Advent, Advent, Hütte brennt! Komm, Sie! Walk-Talk, Walk-Talk. Well, Dominik. Platz 4, Downtown, mit Judah Clark. Platz 5, Veroniken, 6, Pretty Paper von... Guten Morgen, Christina. Guten Morgen. Schön, dass du schon auf bist. Und du? Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen? Was machst du denn da? Die Zeitung hat mich auf eine Idee gebracht. Ich gebe dem Computer Informationen über eine Zeit, als deine Mutter und ich uns kennenlernen. Damals fand sie mich nicht langweilig. Also irgendworan muss das ja liegen, oder? Warum lachst du? Na, Moment mal. Und den Ärger habe ich auch angehabt. Du? Ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, meinst du vielleicht, wir waren nie jung? Also, hör mal. Also. I feel fine mit den Beatles. Ach, Papi. Ja? Du wirst doch nie erwachsen. Obwohl du schon so alt bist. Na, ich muss jetzt zur Arbeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Christina. Tina ist meine beste Kraft, sage ich Ihnen. Was die anpackt, das geht in den nächsten 10 Jahren nicht mehr kaputt. Fräulein Lehmann! Fräulein Lehmann! Fräulein Lehmann, Sie schlafen während der Arbeitszeit. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich habe nur geträumt. Dafür werden Sie aber nicht bezahlt. Sie mit Ihrer Karriere. Wie bitte? Das wird doch nie was. Sie haben mich doch noch nie singen gehört. Zum Glück. Und jetzt an die Arbeit. Das hätten Sie wohl gern. Ich bin doch sowieso die Einzige, die in diesem Saftladen arbeitet. Oh. Wissen Sie was? Sicher. Sie sind die längste Zeit mein Meister gewesen. Na, läuft's? Läuft's. Hör mal zu. Eine Moderation ist wie eine mathematische Formel, ja? Du hast A und willst nach B und schlägst du dem Zweck über C eine senkrechte Koordinate. Sag mal, erinnerst du dich an das Mädchen, das gestern hier war? War ja gestern ein Mädchen? Na, ich meine die bei Flirts eingesprungen ist. Du meinst die, die du das Demo gelöscht hast, ja? Das finde ich übrigens gar nicht komisch.
Und Sie auch nicht. Mann, die scheint es ja schwer erwischt zu haben. Kann bloß nicht saufen, Mann. Das ist nur Tee. Tee? Na, lass mal sehen, dein Tee, du. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Glaube ich. Was ist das denn? Die Überdosis Gesundheit. Brennnessel, Weißdorn, Hubli-Wubli, Spitzwegerich, alles stark konzentriert. Und dazu 10%ige Kupfersulfatlösung. Ist krank? Na, hoffentlich bald. Mach ich bloß wegen der Musterung. Vielleicht lassen Sie mich dann wieder laufen. Hallo Studio, wo steht ihr denn alle? Wir werden nicht weitermachen. Hört mich schon mal in der Halle? Wir warten noch auf den Mietlauf. Ich geh mal gucken, okay? Übrigens, Michael, ich muss halt unbedingt dringend weg. Ich habe noch einen Funk-Fernsehtermin, 30 Fototermine und 80 Essen mit der Königin von China. Vergiss es, wir reden bestimmt bis 8. Würde sagen, Hilli-Billi Schweineborstgemisch, hä? Mit der Brühe machst du die Kiste doch bloß noch dreckiger, Mann. Stell dich doch nicht so an. Hier, kein über sauberes Wasser. Jawohl, Chef. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber es stimmt nicht. Du, das war echt nicht meine Schuld. Vielleicht dann. Quatsch, hör auf. Das wird der Durchbruch. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist heute in. Genau. Hallo, ist hier jemand? Jungs. Moment. Hier. Zieh dir was Trockenes an. Muss ich mal im Vertrag gucken. Da steht's. Der Künstler kann die Garderobe nach seinen eigenen Vorstellungen umgestalten. Das geht wieder über Stunden. Hey! Na, was ist? Der will nicht auftreten. Das Bier ist zu kalt. Außerdem ist es kein Budweiser. Diese halbprofessionellen Newcomer. Würden sich wundern, was ein, wer sie sind. Wir dagegen. Die haben die Disziplin mit der Mutter mich eingesogen. Genau. Kommen Sie für uns zu? Da drin. Tja, schade um das Mädchen. Aber the show must go on. Ich sage es dir, der Beach Sound ist der letzte Schrei. Eins kann ich dir flüstern, ohne Star-Allüren wirst du in dem Business überhaupt nichts. Wenn du dich einen arroganten Schnösel raushängen lässt, nimmt dich keiner für voll. Ich geh noch mal gucken. Genau, okay. Ach, Ingolf, ja. Wir müssen noch wegen der Totalaufnahme. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, aber so viel Zeit muss sein. Peter, ja? Hey, Ingolf, hast du Tina gesehen? Na, du weißt schon, die mit den langen schwarzen Haaren. Die aussieht, als hätte sie einen Eimer Wasser über den Kopf. Oh, das warst du. Hast du sie nun gesehen? Ja, weißt du, ich hoffe, du kennst sie nicht näher, weil... Los, rück raus, wo ist sie? Sie, in 5 Minuten, Charlie. Die Aufzeichnung. Sieh zu, dass Mietlauf bis dahin fertig ist. Und stellt die toten Surfhosen ins Bild. Was? Bei Mietlauf in der Garderobe? Ich bin eine Frau. Jungs, das ist unsere Chance. Gebt euer Letztes. Pass auf. Entweder ihr tragt mich mit dem Surfbrett durch die Gegend, oder ich mache mehr mit. Was? Yeah, darling. You're easy to please, darling. Here we go. Yeah, you're looking good now. Yeah, you're dry. You're drying up good. Das ist bestimmt ein Groupie. Ah! Die schlagen den ganzen Raum zusammen. Yeah, dann scheinen sie wohl schon Gummi ihre Vorschlag immer gemacht zu haben. Oh, thank you. Was machen die da? Was Schweinisches? Hm? Yeah.
können wir nicht aufpassen. Look, just tell him not to worry about the beer. I'm going on, no problem, you know what I mean? Yeah. Okay. Come on, see you later, darling. Du Knallkopf, ohne deine Stahlhörer wären wir jetzt in der Sendung. Ey, wie hast denn das hingekriegt? Oh, das war ganz einfach. Glances at another moving magazine. Down on the corner there's a grocery boy stuffing boxes full of hungry dreams. Someone's cleaning up the offices, one window burning in the dark. Somebody's crying, is there any way in hell tonight I'm coming from a single spark? So hard I can't remember much about the freedom I've been looking for. Then like a prisoner kid, I looked in your eyes and saw a million wide open doors. You tell me put a little money away, we'll have a dog, we'll have it stay in time. But I've been sleeping like a dog and I got nothing to show you. Glances at another movie magazine. Down on the corner there's a grocery boy stuffing boxes full of hungry dreams. Sag bloß, du bist in der Sendung. Nein, aber ich bin Starbetreuung bei Formel 1. Ein Glück, dass sie heute Morgen schon gekündigt haben. Du hast Nerven. Starbetreuerin bei der Formel 1. Also, ich kann das nicht. Ach, das ist nicht so schlimm. Aber ich habe auch eine Überraschung. Lass mich raten. Du hast bestimmt ein Autogramm von Ingolf gekriegt, ne? Mm-mm. Also, als ich heute Morgen im Produktionsbüro nach dir fragte, da wusste keiner Bescheid. Da kam er rein, sah mich und hat mich sofort in die Kantine eingeladen. Na, sag schon, wer ist der Wunderknabe? Hm, du kommst nicht drauf. Na, sag. Da ist er ja! Susi! Das ist doch der mit dem Nebelfeld. Oh, das ist ja total verkauft. Papi, hast du das nicht gemerkt? Ach so, die Nudeln, das macht nichts. Wir haben sowieso nichts mit zu Hause, um eine Soße zu machen. Papi. Falco, der Kommissar. Der kommt bald zu uns. Warum ist dein Auto kaputt? Papi, ich arbeite jetzt bei Formel 1. Da bist du verrückt, Christina. Ist doch viel zu gefährlich, wenn ich das Kind. Ich meine die Musiksendung. Hm. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Pass auf, ich erkläre dir das alles beim Abendbrot, ja? Ja, ist okay. Also weißt du, beim Fernsehen kann ich viel mehr für meine Musik tun. Das ist auch gut überlegt. Ich meine, du wolltest doch unbedingt Automechanikerin werden. Ja, weil ich mit meiner Musik noch kein Geld verdienen kann. Ja, und da beim Fernsehen, da kriegst du Geld, ja? Habe ich noch gar nicht gefragt, aber ich glaube schon. Christina, das ist das Erste, was man fragt, Mensch, ins Kind. Also manchmal habe ich das Gefühl, du hast überhaupt kein Verhältnis zur Realität. Mhm. Und was musst du raus sagen?
You know, for some time I work as an automechanikerin. What? Automechanikerin. And you know, I do something with the cars. Oh, an automechanic. Yeah, right. Automechanic. I don't believe you. Yes, my father wasn't be happy about this. But I just do that for the music because I'm singing. You do? Yeah. That's great. Mm. Well, I gotta do my number now. Do you know where the makeup room is? Yeah, go straight on and the first right and then left. Okay, yeah? Great. Maybe we'll sing together someday. Oh, yeah. Okay, okay, see you later. Bye. Bye. Na, Papa? Werden die Unterarme schon dicker? Ja, das mach ich bloß wegen der BB. Wegen was? Blöde Bundeswehr. Weißt du, das ist die einfachste und beste Art, sich kaputt zu machen. Von irgendetwas viel zu fressen. Und warum verweigerst du nicht einfach? Das habe ich auch schon mal versucht. Aber es klappte nicht. Die haben mich so in die Mangel genommen. Was denn, war ich an dem Tag nicht gut drauf? Na, das kommt wohl öfters vor, hm? Tina, could you help me a second? I'm having trouble finding the wardrobe room. I'm coming. Du, das mit deinem Demo, das tut mir echt leid. Und, naja, ich muss gleich rauf zu Ingolf in die Garderobe. Der ist mir noch einen Gefallen schuldig. Also, wenn du zufällig eins dabei hättest. Zufällig. Aber wieder kaputt machen, hm? Hat dir schon mal einer die Hand abgeklopft? Hi, Ingolf. Hallo. Sag mal, du kriegst doch noch 30 Mark von mir, ne? Halt nicht. Hast du sie gerade? Also, wenn du mir noch 20 leihen kannst, ne? Dann kriegst du am Freitag 50 wieder. Kein Problem. Ist mir echt peinlich. Aber, weißt du, die drei Riesenkautionen für die Wohnung, die haben mich echt ruiniert. Ja. Du, das ist ein Hunderter. Was? Oh, hätte ein Eigentor werden können, ne? Ich habe meine Kontaktlinsen zu Hause vergessen. Ich suche schon den ganzen Tag meine Brille. Kannst du mir mal suchen helfen? Klar. Kannst du die mal anhören? Von Tina. Klar. Hier, deine Brille. Oh, wo hast du die gefunden? Zwischen den Negerküssen. Schluck auf? Mhm. Nimm trocken Toast, halt die Nase zu. Alles Hausmittel. Mhm. Guck mal, da ist gar nichts drauf auf der Kassette. Na, vielleicht auf der anderen Seite. Na, wo ist denn die hin? Das darf doch nicht wahr sein. Im Toaster verbrannt. Das hätte ich mir natürlich denken können. Und Ingolf kurzsichtig, hm? Das kannst du den toten Hosen erzählen. Und wenn du mich zum Lachen bringen willst, dann musst du schon was Besseres einfallen, ja? Wenn ich es dir doch sage. Ingolf? Ja. Ah, Stevie. Sag mal, Stevie, kannst du mir mal helfen, meine Brille zu suchen? Ich habe die schon wieder verlegt. Schon wieder? Ja, klar. Ah, Nena, du bist gleich dran. Geh schon mal rein, ja? Es tut mir leid, dass ich so sauer reagiert habe, okay? Ich meine, du kannst es ja wieder gut machen. Und wie? Naja, wir können ja vielleicht nachher einen Kaffee trinken gehen. Hast du Lust? Warum nicht? Hallo, Stevie. Du wolltest mir doch das Geld geben. 2000 ohne Zinsen. Du musst dich beeilen. Das Schiff ist bald abgelaufen. Hör zu, Jimmy. Ich hab's jetzt noch nicht. Ich werde dir am Freitag erstmal 200 geben. Komm, 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 verarsch mich nicht, mein Junge. Wir haben einen Vertrag, vergiss das nicht. Wenn du es nicht bringst, gehört die Kiste mir. Hör zu. Ich schenke dir das Geld, aber dafür wirst du mir heute einen Gefallen tun. Du wirst halt mal Beleuchter spielen. Weiter nicht. I used to wonder how everybody other than me found someone to love. I must have been given a stroke of a little bit love. Pia Zadora muss nach ihrem Auftritt sofort zu einem Live-Gig nach Dortmund. Das heißt, die erste Aufnahme muss sitzen, sonst muss sie auf die Sendung verzichten und eine meiner Bands kann auftreten.
Markus. Nur den Splint von dem Scheinwerfer in der Mitte zu lösen. Das Ding fällt runter und die Aufnahme ist im Eimer. Ich kann dich natürlich nicht dazu zwingen, aber du hast dann immer noch eine gute Chance, bei der nächsten Behinderten-Olympiade einen Preis zu holen. Mit dir gemacht, die Schweine. Wir wollten noch was trinken gehen. Erstmal muss ich dich verarzten. Meinst du kannst gehen? Kannst du dich auf mich stützen? Du bist ein Schwein. Das habe ich dir schon gesagt, als du in seinem Apartment warst. Warum hast du mich denn eigentlich angerufen? Ja, weil ich dich echt süß finde. Und dass das mit dem Gym nicht okay ist, das habe ich mir gleich gedacht. Wie süß findest du mich denn? So süß wie Piazza d'Or? Viel süßer. So süß wie die Flirts.
Ja, da war eine dabei, die musste aus Versehen einspringen. Also die fand ich echt super. Ich sag mal, hey, guck mal da. Morgen. Für mich Kaffee, Toast, 8 Eier im Glas. Selbstverständlich. Und für die Dame? Ein Knäckebrot ohne alles. Tina, du musst sofort nach Riem. Falco kommt heute. Taxi steht vor der Tür. Okay, hier sind die Infos. Danke. Vielleicht machst du dich vorher mal ein bisschen frisch, hä? Hier. Ja, hoi. Sabotage. Ich glaube, die werden wir alle fertig machen. So, ne? Ah, komm. Komm, Baby, komm. Du musst nämlich wissen, Baby, wann immer, wo immer ich bin, mein Wagen ist mit dabei. Hast du noch ein bisschen Zeit? Reicht nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Baby, da unten am See, da ist ein Café und da gehen wir jetzt auf den Tee. Und ich hab einen gefeierten Schmäh. So kommen wir aber nie ins Studio. Ja, aber schau mal, die können ohne mich nicht anfangen. Ne? Deswegen brauchst du nicht gleich zu zittern, oder? Ich zitter nicht, mir ist lediglich kalt. Das ist die saudi-arabische Ausfertigung von diesem Wagen, weißt du? Mit dieser Klimaanlage fühlst du dich in Mekka zu Mittag wie am Nordpol. Apropos Nordpol. Baby, würdest du mal hier an dem schwarzen Bügel hier ziehen? Ja. A one, two, a one, two, three. Wochenende und Sonnenschein. Sag mal, ist in diesem super, super Auto auch ein super Kassettenrekorder? Ich habe nämlich zufällig mein Demo dabei. Dein Demo, ja. Dieser Superwagen hat einen super Kassettenrekorder, spielt aber nur meine Musik. Übrigens sitzt du bequem. Lass dich stufenlos, weißt du? Mhm. Regeln. Dufte. Una, due. Ja. Na, Mücke? Halt! Oh Mann! Meine Kontaktlinse. Macht überhaupt nichts. Und ich sag dir, Baby, mein Konzert in Rom. Wahnsinn, 70.000 Leute. Wahnsinn. Ich sag dir, frenetischer Jubel. Es regnet. Menschenmassen, Menschen. Und mein Konzert zum Mozarts Geburtstag in Wien. Es regnet. Amadeus. Na, Amadeus. Oh no, bitte. Menschenmassen in Rom, Menschenmassen in Wien. Du kannst es dir nicht vorstellen. Machen Sie zu Ende. Sie sind da. Vielleicht in die City. Ne? Das kenn mich doch. Ne? Ich bin's. Kommissar, Falco. Ich bin's doch. Falco, der Kommissar. Der Kommissar. Ja, hallo? Ist da die Unfallstation? Ich wollte fragen, ob eine Tina Lehmann bei Ihnen eingeliefert wurde. Ey, kannst du mal schieben? Ingolf, hast du mal ein Licht? Ja, Moment, warte.
Mhm. Wie soll's denn sein? Die oder die, hä? Hey, Sie sind da! Hey, beeil dich, du musst in die Maske und umziehen musst du dich auch. Nee, komm. Also, jetzt los! Jetzt los! So, Achtung, die Mats läuft noch. Komm, du bist jetzt auch dran. Komm, ja, du. Wieso ich denn? Mats, ab bitte. Ich will, dass du dabei bist. In der großen Stadt, es war ihm wie im Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock mit Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, na kann man Rock mit Amadeus. Schaut denn der wieder hin? Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alle sucht noch heute Captain Rock, mehr Amadeus. Hast du da einen Fummel an? Was ist denn mit dir los? Du warst 4 Stunden mit dem Kerl weg und dann eben noch an Studebaker. Ich möchte bloß wissen, was du an dem Sack findest. Also, ich stehe nicht auf Stars. Und ich bin auch kein Groupie, alles klar? Nein. Stevie, der einzige Star, auf den ich stehe, bist du. Ach ja? Ja. Ausgerechnet immer mir passieren. Vielleicht, weil du mich geküsst hast. Holt sie! Schon dabei. Oh, das hat keinen Zweck. Lass doch. Wenigstens sind wir jetzt ungestört, hm? Sag mal, hörst du das? Ist doch egal. Aber ich höre da was. Ist es aber wirklich egal. Thank you.
Riesenidee! Da hinten, den leeren Kahn, könnten wir brauchen. Na los, macht schon. Jungs. Das ist doch wie in der Pullewanne. Komm, holt das Boot für mich. Oh nein, Boss. Ah. Ja, los, komm, geht rein. Muss ich auch gehen? Soll ich auch gehen? Einer hätte doch genügt. Was macht ihr denn hier? Wir rudern. Und ihr? Wir machen ein Video für die Charts. Ohne Clip kein Hit. Jungs, aufstellen. Ich friere, Blömer. Ich weiß schon, was ihr jetzt braucht. Einen richtig heißen Grog. Genau. Bin ich lieber pickelwickig. Dann könnten wir es zum Millionär schaffen. Wenn die Brocken nicht bis 10:30 trocken sind, da gibt's einen Skandal. Das glaubst du doch nie. Mein Gott, steck die Sachen in den Backofen. Die werden geklaut. Genau wie die Anlage. Ist doch alles nur geliehen. Hier, ich hab noch ein paar Pyjamas für euch. Ein T-Shirt haben wir jetzt lieber. Oh Mann, das ist mir gut. Aber nur so lange, dass wir auch die Sachen tragen. Du verlierst das Zeug ja total die Form. Lassen Sie sich nicht stören. Würden Sie mir das ausmachen, uns mal kurz überzuziehen? Damit kann man auch den neuesten Trend in der Musik berechnen, oder? Das ist eine Frage der Programmierung, Meister. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, damit wir in die Presse kommen. Schlechte Musik alleine, das reicht auch nicht mehr. Was Spektakuläres. Wir entführen Nena. Wir bestechen Flick. Wir treten aus der Kirche aus. Nee, wir treten in der Kirche aus. Ankunft 18.40 Uhr, Hauptbahnhof. Klingt nach Neuer Deutscher Welle, die Nummer kenne ich gar nicht. Das ist die Ankunft meiner Frau, Mensch. Oh Gott. Oh, ich glaube, ich habe mich im Stockwerk geirrt. Wieso denn, Heinke? Ich bin dein Mann. Christina! Und deine Frau! Meine Christina! Meine Mutti. Was ist denn unsere Mutter? Unsere Mutter, was ist denn mit unserer Mutter los? Mutti, was hast du denn mit ihr gemacht? Ich glaube, die Kuh ist Mutti, nicht gekommen. Mutti! Ja. Das sind doch nur die toten Hosen, Mami. Oh. Jungs, die Zeit des Jammerns ist vorbei. Nächste Woche sagt uns der Computer, was der neueste Trend ist. Schneller, wie schon. Schneller. Okay. Stevie, bis morgen. Ich komme erst später. Ich muss noch zu dieser scheiß Musterung. Viel Glück. Jungs, wir sind einfach nicht in Form. Hier ist die letzte Analyse, die der Computer laut Bravo gestellt hat. Die Bands von heute sind sauber, frisch, jung, dynamisch, sportlich. Sportlich. Jungs, ich hab's. Wir gehen ins Fitnesscenter. Fitnesscenter? Fitnesscenter, Idiot. Ja, da muss es sein. Es muss im ersten Stock sein. Los! Die zu Musternden bitte fertig machen. Die Formulare bitte deutlich ausfüllen. Wo ist denn das blöde Fitnesscenter? To your seat, cat and black, don't look back, I know of him. You dirty and sweet old man. I see you in the week, you got the teeth of the hydra up on you. You dirty, sweet and you, my girl. Get it out, where you go. Oh! Oh!
Kind, das ist jetzt die kleinste Größe. Also los, wenigstens den. Stefan Dromberger ins Kommissionszimmer. Zu welcher Waffengattung möchten Sie? Wie bitte? Sie sind voll tauglich. Sie können wählen, zu welcher Waffengattung Sie wollen. Formel 1. Dass du kein Neger bist. Ich mal mich nicht an, da erkennt mich keiner. Wenn mich mein Metzger nicht im Fernsehen sieht, kann ich nicht mehr anschreiben lassen. Hey, make a break, make a move. Rap, du Depp. Ja, jetzt hört mal zu, ja. Also ihr sollt eure Chance haben. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Morgen 12.30 Uhr fangen wir an, okay? Im Ernst? Ja. Dann haben wir auch die Computeranalyse. Da kann nicht schief gehen. Yeah! Und besser nicht in den Klamotten, weil Rap geht die Zeit überhaupt nicht. Also, dann. Jungs! Ich wollte dich überraschen. Hier für dich. Hm. Schick. Kann man sogar die Pfeife drauflegen. Nur schade, dass ich nicht Pfeife rauche. Entschuldige mich bitte, ich habe zu tun, ja? Aber ich verstehe nicht, wer... Was gibt's da zu verstehen? Ja, vorbei ist vorbei. Aber wir lieben uns doch. Ich bitte dich, Liebe. Es war ganz nett mit dir. Hallo Ingolf. Hallo. Also ich will dich wirklich nicht belästigen, aber du wolltest dir doch mein Demo anhören. Das schaffe ich heute nicht mehr. Vielleicht morgen, ja? Oh, bitte heute. Mensch, draußen ist die Hölle los. Hi. Hello, I'm Tina. Nice to meet you. I'm working as Formel 1. Oh, that's great. Well, you have so many fans outside. I know, and so many of them, and sometimes it's a problem. It must be normal for here. Lima! I wish I have so many fans. You? Yeah. Why? Because I'm singing. Oh, you are? Oh, you want one? No, thanks. What kind of music? Pop music. Well, you never know. Maybe one day you will. Susi? Was ist denn? Guck mal, da lacht sogar der Steinbeißer. Brauchst du Pfeife? Ich? Nö. Aber ich kann ja anfangen, hä? Erzähl doch mal, was los war. Ach, das ist eine lange Geschichte. Sag mal, hast du Tina gesehen? Die ist da drin, glaube ich. Alleine? Nee, mit Limal. Ich muss da rein, meine Freundin ist doch da drin. Du willst die Situation finden. Du kleiner Mieser Friseur!
verflucht noch mal! Dass ich nicht lache! Was? Abgeklutscht hast du ihn! Stabetreuerin, da lach ich doch drauf! Du bist auch nichts anderes als ein mieses kleines Groupie! Scheiße! Weißt du was? Ich pfeife auf dich! Ich pfeife auf dich! Und deine blöde Eifersucht! Ich und eifersüchtig! Was ist der Mann? Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich liebe. Warum vertraust du mir denn nicht mehr? Okay, vielleicht war ich ja ein bisschen eifersüchtig. Ist auch bloß, weil ich dich gerne hab und weil ich... weil ich jetzt bald weg muss. Ich rieche und spüre, hören, wie du lachst. Ich einfach nur halten, ich fühle und fühle. So was konnte ich nur mit dir. Nur mit dir. Nur mit dir. Stevie? Kannst du wirklich nicht in den ersten drei Monaten weg? In den ersten drei Monaten nicht. Aber ich frag noch mal. Ich ruf dich wieder. In meiner Wohnung steht noch dein Geruch und deine Briefe im Schuhkarton. Was hab ich davon? Ich laufe die Straße auf und ab, wo ich dich zum ersten Mal getroffen hab. Schau voll Erwartung auf das Telefon. Doch was bringt das schon? Die reden und zuhören die ganze Nacht. Ich riechen und spüren, hören, wie du lachst. Ich einfach nur halten bis früh um vier. So was konnte ich nur mit dir. Analyse von deinem Vater. Mit der Nummer sind wir allen anderen meilenweit voraus. Jungs! Auch für die Forschungssendung, warte draußen. Ich bespreche das kurz mit dem Produzenten. Barcadia! Madonna, ignorant. Aber machst du mal was anspruchsvolles? Echt stark, das Outfit. Echt. Wir könnten ins Geschäft kommen. Geschäft? Jungs! Moment. Ihr braucht erstmal einen anständigen Promotion-Gag. Promotion-Gag? Ja. Jim ist gar nicht so übel. Würdet du da Vertrag nehmen? Er hat sich sogar schon einen Promotion-Gag für die Presse ausgedacht. Der Häuschen ist der Klaus,
Schlag das Auto da, kurz und klein, und ihr seid endlich die gefährlichste Band Deutschlands. Vamos! Ein Politur sieht er wieder aus wie neu. Das ist dein Auto? Aber Jim hat Das war Jim. Mein Auto. Euer Auftritt ist gestrichen. Alles weitere mein Anwalt. Komm, mich interessiert es nicht an. Jungs, das war scheiße. Echt und das du so, die habt schon so oft gesagt. Nein, jetzt will ich zu sprechen. Heute wäre ich fast vor einem Panzer gelaufen, weil ich immer an dich denken muss. Das wäre auch nicht weiter schlimm gewesen. Ich vermisse dich so sehr. Thank you.
fahren Sie langsam. Er hasst Raserei. Jawohl, Herr Hauptgefreiter. Limal heiratet Deutsche. Tina Lehmann hat das Herz von Limal im Sturm erobert. Damit ist ihr gelungen, wovon Millionen junger Mädchen in aller Welt träumen. Wie hat sie es geschafft? Limal, ich bin verrückt nach ihren blauen Augen und ihrer tollen Figur. Und außerdem kann sie prima kochen. Fahren Sie los. Entschuldigen Sie, aber könnte ich vielleicht heute Abend frei bekommen und morgen einen Tag Urlaub? Wie bitte? Urlaub ist schriftlich zu beantragen. Sie kennen doch die Dienstvorschrift. Es ist aber sehr wichtig. Wissen Sie, meine Freundin, die arbeitet bei Formel 1. Und da trifft sie heute Abend auf den Sänger, Limal. Auf den stehen alle Mädchen und sie will ihn ausgerechnet heiraten. Sie scheint den Dienst in der Bundeswehr nicht richtig verstanden zu haben. Vielleicht hätten Sie jetzt die Güte, auf den Verkehr zu achten. Ich weiß nicht, was ist los. Sind 100.000 Dollar so viel Deutschmark wert? Das kann man wohl sagen. Sind Sie Plattenproduzent? Ich habe mein Demo dabei. Werbung, Werbung. You know, advertising. Warten Sie hier. Meine Besprechung wird gegen 23 Uhr aus sein. Mein Name ist Armbruster und ich mache Werbung für Autos. Die Jungs sind Gold wert für unsere neue Kampagne. Sehen Sie? Ja. Ja, ja, ich verstehe schon. Hast du erst vor 5 Minuten angerufen? Tina ist auf einer Pressekonferenz im Hilton bei Limal. Okay. Gute Nacht. Und aufgepasst, Jungs. Haltet eure Mädchen fest. Limal gibt heute im Hilton eine Pressekonferenz. Der absolute Traumboy des schwachen Geschlechts von 7 bis 70. Die Pressekonferenz von Limal. Bitte Herzstock links. Hey, was machst du denn hier? Limal. Hey Tina, die Amis haben uns einen Fernsehauftritt besorgt. Dreimal darfst du raten, wo? Etwa bei Formel 1? Genau! Los, das muss gefeiert werden. Okay, Jungs, ab in die Disco. Ja, nur wenn du mich nach Hause bringst. Los, machen wir schon. Hiermit beantrage ich einen Tag Urlaub. Danke, Stefan Dromberger. Lima, all the girls love you and you seem to love them as well. Most of those stories, most of them, are untrue. But there is a certain meaning that I'm very fond of. Oh, really? I mean, did last night something... Well, I think you can always rely on a gentleman. Spring. Hier ist mein Girlfriend, du Mister! Hallo, du! Das ist sofort Polizei, hier ist ein Wahnsinniger. Was keiner mehr geglaubt hat. Heute wird es endlich wahr. Wilder als schwarze Mustangs. Unberechenbarer als Kobras. Ladies and Gentlemen, die toten Hosen! Es geht mir wieder
gut, ich hab alles hinter mir. Ich steh bei der Musikbox, mein Blick fällt auf die Tür. Auf einmal geht sie auf und du bist da. It's absolutely crazy. I think that guy's a maniac. No, he must be a maniac. I agree. Ich weiß, ich habe damals nicht viel für uns getan. Zeigst du ihm mal die Sache, die ein Geheimnis war? Muss dein neuer Traum wirklich so eine Flasche sein? Ich doch langsam denke, hau ich ihm eine rein. Lima? Aha. Could I ask you for a favor? Tina, anything for you. Will you please listen to my demo? What, this tape here? Yeah, but be careful, it's the only one I have. Mach hin, Kinder. I'll do it for you and it's in my pocket safe. Thank you. Oh, you're welcome. Und er sieht auch sehr gut aus. Und wenn er mit dir zu euch geht, freuen sich die Eltern auch. Und alle deine Freunde finden ihn so super nett. Hey Nackaffe, nimm deine Finger weg. Ich trinke aus und zahl mein Bier, ich geh. Tasche ist die Faustgewalt, es wird wieder nichts draus. Doch das nächste Mal, ich schwör's schon wieder, das nächste Mal ist er dran. Und dann muss er die Rechnung zahlen, für die er vielleicht nichts kann. Tut mir leid, besser geht's nicht. Oh, please don't expect me to go on like this. My fans won't even recognize me. Die Fotografen kommen gleich, wir müssen hier abhauen. Der Typ kommt uns als Monster durch die Presse. There's no way to escape, we're completely surrounding the whole building. Ich habe eine Idee. Einen jungen Soldaten gesehen. Soldaten? In der Berliner Straße drehen sie ein Militärding. In Ordnung. Weiter. Attacke! Nein, nein. Oh, Mist, der General. Seid ihr fertig? Ja, aber wer ist das denn jetzt? Ja, Kompasse. Tun Sie mir einen Gefallen und laufen Sie mir nicht immer so dicht auf, nein. Ja? Moment mal, kommen Sie mal her. Der ist gut, der Junge, den nehmen wir. Ich kauf die dritte Welle! Vielleicht kommen wir ganz ins Film! Was haben Sie mit dir gemacht? Vielleicht macht dir das Spaß. Manche stehen auf sowas. Wo ist Lima? Sie sind weg. Wir wollen nicht auftreten. Was? Dann spielen wir noch ein Stück. Wo sind sie hin? Verkleidet. Weg. Ich weiß auch nicht, wo sie sind. Was? Los hinterher! Wenn ihr Ersatz braucht, ich habe zufälligerweise eine Band auf Lager. Nein, danke. Du hättest die Sache mit Susi nicht bringen sollen. Warum so feindlich? Schließlich müsste ich sauer auf dich sein, weil du mir Susi ausgesprochen hast. Was? Oh. Ist doch wahr. Wen wollt ihr denn nehmen als Ersatz? Limal kannst du vergessen. Ich hol schon mal die Band. Tina, los, mach dich fertig. Du springst für Limal ein. Ich? Komm, gib dein Demo. Du meinst ich? Ja. Scheiße. Ich hab's Limal gegeben. Oh. Gott. Weit können sie noch nicht sein. Los, die kriegen wir noch! Ich sag schon mal der Regie Bescheid! Also, Sie müssen sich vorstellen, nicht wahr? Sie sind ein junger Soldat und sind gerade eingezogen worden und Ihre Freundin, die amüsiert sich gerade mit einem gut aussehenden Künstler. Können Sie spielen? Klar, können Sie spielen, oder? Ha? Ja, klar. Also, klar. Wären Sie hier das Kommando?
Nee, fragen Sie mal die Aufnahmeleitung. Sie müssen einfach an irgendwas denken, was Sie selber erlebt haben. Können Sie das? Klar. Gut, wunderbar. Also fertig machen zum Drehen. Wer ist denn der Oberbefehlshaber? Moment, Moment. Ihre Szene drehen wir morgen, ja? Sagen Sie mal, wie sehen Sie überhaupt aus? Ich wollte doch einen kleinen, dicken General. Ja, die Agentur schickt die nur noch Pfeifen. Wir drehen Ihre Szene morgen. Na, also, jetzt weg. Bitte. Diese Schwelle zu benagen, sobald er sie mit Öl betupft. Ja, da kommst du schon hervorgehupft. Hast du ihn mal gesehen? Geh weg da, du Penner! Aus, aus, aus! Dass wir uns nicht mit der anderen Gruppe vermengen, sonst führe ich hier 100 Leute durch. Sie können sich im Vorbeigehen hier ein bisschen Kohle mitnehmen, dass Mist! Setzen die schon Militär? Los, da könnt ihr drin sein! Mir nach! Wo ist der Kerl los? Die Jeeps an die Ausgänge! Der Zug ist beschlagnahmt! Jawohl, Herr Oberst! Ich bin General! Du, erst noch Wurm, und das verdienest du? Da kehre nur entschlossen deinen Rücken. Die von der Filmtour werden auch die Hinterdreister. Warum sagt mir denn keiner, dass sie jetzt auch hier durchkommen? Da ist er! Da ist er! Sehen ja alle gleich aus. Wann habe ich mich erschrocken? Komm. Ja, was ist denn jetzt los? Psst. Hast du Tina gesehen? Such sie schon überall. Nee. Hast du Ingolf gesehen? Nee. Ich bin nicht mit ihm verabredet. Echt? Sag mal, was machen die ganzen schwarzen Männer da? Die suchen mich. Ich bin abgehauen. Ehrlich? Weißt du, was das zu bedeuten hat? Nein. Na komm, sag schon. Ist mir doch nicht mehr böse. Also, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich glaube, die toten Hosen stecken dahinter. Die wollen dir eins auswischen. Die haben sich die Uniform besorgt und sich ganz schwarz angeschmiert. Weißt du dich erstmal aus? Danke. Das Spiel ist aus. Ihr seid durchschaut. Kurdel, dich erkenne ich auch mit Brille. Das wird ein Nachspiel haben. Ich werde ein Exempel statuieren. Abführen! Hey, Moment, Moment! Susi, du! Und was passiert jetzt mit dem Deserteur? Später! Kennen Sie etwa den Mann? Ja, das ist doch der Freund von der Tina.
it loud and clear that these are not the words that I expected to hear. Starbetreuerin bei der Formel 1. Und der ist immer so eifersüchtig, weil Limahl ist jetzt gerade da und der glaubt, dass die ihn gut findet. Und wenn der so eifersüchtig ist, dann muss der doch ein bisschen freikriegen. Dann müssen sie doch ein bisschen Rücksicht nehmen auch. Ne? Das Militär kann doch nicht so wichtig sein. Nicht wichtiger als ihre Liebe und Joris Glück. Don't give me too much, too much. Too much trouble, too much, too much. Nur eins, was ist mit dir und Limahl? Oh, jetzt kapiere ich. Du hast Limahl das blaue Auge gehauen und ich habe gedacht, du wärst in der Kaserne. Das hättest du wohl gern. Was habt ihr gestern gemacht? Wir haben Tina nach Hause gebracht, Othello. Aber in der Zeitung stand doch, dass du und Limahl schon so gut wie verheiratet seid. Limahl ist eine Großbäckerei. Stimo hat er nicht. Dein General ist übrigens ein Schatz. Hier ist dein Urlaubsschein. Yeah. Ein klarer Rest musst du allerdings absetzen. Na ja. Siehst du, jetzt klappt es wieder nicht. Weißt du, ich sollte erst auftreten und jetzt ist mein Demo weg. Ach komm. Weißt du, wenn ich zaubern könnte, dann würde ich einfach so in die Tasche greifen und... Mein Demo? Das gibt's doch nicht! Du hast die Jacke von Limahl an. Na los, worauf wartet ihr noch? Wir müssen anfangen! Also Limahl kann heute leider nicht kommen. Der hat nämlich noch eine ganz wichtige Tournee durch Deutschlands Großbäckereien auf dem Terminkalender. Dafür ist aber eine junge Dame eingesprungen, die hat einen Song, der ist so neu, dass ich ihn selbst nicht mehr kenne. Imagine.